Ja, ich bin jetzt hier mit Spellbound aus dem Klartraumforum und ich sage einfach mal Hi. Hi. Und erstmal kurz zu dir. Wie lange beschäftigst du dich denn schon mit Träumen? Oh, schon seit 12 Jahren. Okay, das ist ja schon eine lange Zeit. Ja. Und was machst du so zur Zeit, besonders oder allgemein? Also im Moment habe ich jetzt gerade nicht so viel, aber in der letzten Woche oder so habe ich vor allem in letzter Zeit mich mit meinen Träumen insofern beschäftigt, dass ich sie aufschreibe oder aufspreche. Und ich mache Traumdeutung und ich versuche Inkubation zu machen. Häufig dann auch Klarheitsinkubation, also im Traum klar werden. Aber das wichtigste Ziel ist eigentlich, dass ich im Traum mir selbst beistehen kann. Dass ich also, was auch immer der Traum mir anbietet, dass ich die Situation zum Besseren wenden kann. Und das klingt ja danach, dass das auch ziemlich mit deinem Leben so zusammenhängt. Ja. Wie hat das dein Leben beeinflusst? Also das spezielle Ziel jetzt, was ich auch öfter mache, hat auch am meisten mein Leben beeinflusst, würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl, nachdem ich einen Traum hatte, wo ich nenne das transformative Träume, also es kann ein Klartraum sein oder auch ein normaler Traum, der aber inkubiert wurde, wo ich mir halt selbst beigestanden habe in einer schwierigen Situation. Es hat immer dazu geführt, dass ich mich danach viel stärker gefühlt habe, so im Wachleben. Und das Gefühl hatte, ja, mit. Ich habe ja im Traum eine Konfrontation gemacht. Und dass ich halt diese Konfrontation im Wachleben jetzt auch eher machen könnte. Oder dass einfach die Wirkung dieser Konfrontation auf mich ausgeübt wurde. Okay, und hättest du zum Schluss noch einen Tipp für andere, die sich jetzt auch damit beschäftigen wollen oder sowas Ähnliches machen wollen wie du, wie man das angehen könnte? Oder welche Einstellung sinnvoll wäre? Ja, also was mir auf jeden Fall hilft, ist zuerst mal meine Ziele zu reflektieren, dass ich mir klar darüber werde, was ist wirklich das Allerwichtigste. Weil einfach nur so Spaß im Klartraum ist zwar schon cool, mache ich auch, aber es ist jetzt nicht wirklich der Motivator, dass ich ständig Klarträume haben will. Und wenn ich mir klar werde, dass es mit meinem Leben zu tun hat, dann bin ich viel motivierter und dann führt allein die Beschäftigung damit schon dazu, dass ich klar werde oder dass zumindest die Träume inkubiert werden. Und es ist halt auch so, aus meiner Sicht sollte man nicht sich darauf fixieren, dass man nur unbedingt einen Klartraum haben muss, wo man dann irgendwelche Ziele angeht, sondern es reicht auch, wenn der Traum ansonsten cool ist. Also du würdest sagen, die Motivation und die Bedeutung für sich persönlich in den Fokus stellen. Ja, und das, genau, und dass man halt auch nicht so fixiert darauf ist, dass es ein Klartraum sein muss, sondern mehr auf das Ziel allgemein sich fokussiert. Ja, und das auch im Wachleben wahrscheinlich. Auch im Wachleben, ja, genau, ja. Okay, cool. Dann danke ich dir. Ja. Und bis dann mal. Ja, tschüss. Tschüss. Okay. Ulu. Ulu.